Hey ho, Freunde der Sonne, willkommen zu den Kanalvorstellungen an diesem wunderschönen Montagmittag. Falls jemand noch isst, einen guten Appetit wünsche ich. Und ja, jetzt hat mir wieder ein YouTuber seine Erlaubnis gegeben, seinen Kanal vorzustellen. Und das ist der gute Shan. Und nicht lange los um den heißen Brei rumgeredet. Wir legen jetzt mit der Kanalvorstellung los. Bis gleich. So, meine Freunde, da wären wir auf den Kanal von den guten Shan. Und wie ist der gute Shan drauf? Also er ist richtig sympathisch, hat ein richtiges Talent, einen zu unterhalten, macht extrem sehr, sehr geile Let's Plays, wie man hier schon auf seinem Kanal sehen kann. Und das ist echt erfrischend, das ist echt ein Muss, muss ich sagen, mal reinzuschauen und wenn es einem gefällt, natürlich auch da zu bleiben. Und dann gucken wir uns mal auf den Kanal von lieben Shan um. Ich muss sagen, der Banner ist richtig schön designt, richtig schön gestaltet. Man sieht so einige Spiele, die auf einen warten. Clash of Clans sieht man hier. One Piece zweimal. Bloß den hinteren Typen kann ich jetzt leider nicht mehr erkennen. Ich schätze mal Black Ops oder Battlefield. Ansonsten ganz gut. Er bezieht sich auf größtenteils Wallpaper Thumbnails. Das finde ich recht, recht gut. Aber hier ein kleiner Tipp, beziehungsweise Rat. Versuch dich mal so eine kleine Empfehlung an Screenshot-Thumbnails, weil demnächst werden solche Thumbnails nicht mehr erlaubt sein. Das empfehle ich auch jeden anderen YouTuber, ändert eure Thumbnails entweder mit Bildern, die legal genutzt werden dürfen, oder macht einfach Screenshot-Thumbnails. Kann ich euch nur jeden weiterempfehlen. Ansonsten sieht man eine schöne geordnete Playlisten-Reihe hier. Das finde ich super. Und dann gucken wir mal auf Playlisten erstmal. Wir gucken auch dann mal in seine Videos rein. Keine Frage. Was hat der gute Shan denn so aktuell zu bieten? Den neuesten Teil von Top Rider Let's Play für euch gerade. Dann noch die Battlefield 5 Beta. Hat er schon ein paar Runden aufgenommen. Das ist super. Er spielt auch für euch Destiny 2. Hat noch im Spiel Let's Play Need for Speed Payback. Hat die Open Beta von Call of Duty Black Ops 4 für euch gespielt. Ist auch mega, mega nice. Das, was ich gerade bei ihm angucke, ist Uncharted Tracks Schicksal. Ist auch sehr, sehr, sehr gut. Dann ein paar Runden Overwatch. Er macht auch Unboxings. Ich zeig deinen Kanal. Also, er macht auch sowas wie Kanalvorstellung oder sollen es direkt Kanalvorstellungen sein? Let's Play Life is Strange Before the Storm. Vlogs macht er. Er tut auch gerne streamen. Ich glaube auf YouTube. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Dann hier hat man es ja gesehen in Banner. Clash of Clans. Die Demo von Prey. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, Prey wird es nicht sein, aber Prey wahrscheinlich. Dann hat er für euch Let's Play Assassin's Creed Freedom Cry. Dann Real Racing 3, Battlefield 1, ich schätze mal den Multiplayer. Paladins, die Beta, Formel 1, also Let's Show. Also ich weiß nicht, was jetzt Let's Show in dem Sinne bedeutet. Wahrscheinlich guckt er in die Videos in die Spiele für euch rein und spielt das. Jetzt bin ich Schluck auf, na toll. Need for Speed Most Wanted hat er ein paar Folgen für euch Let's Played. Hier auf Clash of Clans. Kriegsangriffe. Oh, nicht schlecht. Dann gucken wir mal auf Videos. Dann schauen wir mal. Wo gehen wir mal rein? Gehen wir mal bei Destiny rein. Part 4. Hey, Leute.
Leute, und kommt zurück zu Destiny 2. Und wie ich euch es angekündigt habe, bin ich nicht allein, sondern ihr seht schon jemand neben mir stehen. Der Dev ist wieder am Start. Hallo! Ja. Hallo und herzlich willkommen. Scheiße, ich habe eine falsche Bewegung gemacht und ich stehe jetzt mit dem Rücken zur Kamera. Ja, das kann schon mal einen passieren. Lieber der Dev99, das kann schon mal passieren. Alles gut. Dann gucken wir auch gleich, lassen wir mal die Musik aus, gucken gleich wieder auf ein nächstes Video. Ich könnte einfach auch mal zurückklicken, aber ich mache es nicht, komischerweise. Jetzt ist es ziemlich ruhig, aber das wird schon gleich wieder. Dann schauen wir mal bei Need for Speed Payback rein. Hey Leute, und kommt zurück zu Need for Speed Payback. Und in diesem Part werden wir wieder ein stillgelegtes Auto zu Rev bringen von einem Need for Speed Teil aus dem Jahre 2004. Aber erstmal werden wir hier auf unseren BMW einen Spoiler dran machen, denn die haben wir ja im letzten Part freigeschalten. Und dann würde ich sagen, entweder der oder... So, da haben wir in zwei seiner Videos mal reingeschaut, damit ihr euch mal selber ein Bild machen könnt, wie der gute Chan drauf ist. Und ich muss sagen, Respekt, macht auf jeden Fall Laune. Gute Qualität, gute Audio, vielleicht ein bisschen mehr flüssiger reden, aber sonst top. Dann gucken wir auf seine Kanalbeschreibung. Er hat seinen Kanal am 16.08.2016 erstellt und hat schon 3066 Aufrufe. Abos hat er gerade 90, von mir aus hätte er 190 verdient. Hey Leute, das ist der zweite Kanal von Shantendo. Wir werden Let's Plays vom Handy und von den Konsolen kommen. Aber keine Nintendo Let's Plays werden hier kommen, dafür gibt es meinen zweiten Kanal Shantendo. Und ihr könnt mir auch immer gerne Spielevorschläge schreiben, die ihr gerne mal als Let's Plays sehen wollt. Laufende Projekte, Clash of Clans ist gerade pausiert. Und Shadow Darkness Schicksal auch pausiert. Und Need for Speed Payback auch pausiert. Wahrscheinlich muss er gerade in Real Life gerade was machen. Oder er muss das Ganze nochmal umändern, weil er Let's Playt ja auch den neuesten Teil von Top Rider. Uploadplan 17. September bis 23. September, Montag Shadows. Ja, hier hat man zum Beispiel. Montag Shadow of the Top Rider on Battlefield 4 Beta. 5 Beta. Dienstag Shadow of the Top Rider. Mittwoch Destiny und Shadow of the Top Rider. Okay, jeden Tag eine Folge Top Rider, wie ihr seht. Dann Samstag Destiny 2 und Battlefield 5 Beta, wenn ich Zeit habe. Ihr seht es, wenn ich Zeit habe. Ja, so, ganz schlecht markiert, egal. Wir werden auch natürlich auf seinen Nintendo-Kanal gucken. Mal, also jetzt nicht in diesem Video, aber vielleicht darf ich diesen Kanal auch vorstellen. Wäre ja nicht vom, wäre nur vom Vorteil, finde ich. Doppelgemoppelt hält besser. Und Twitter werde ich ihn natürlich verlinken. Und bevor wir jetzt auf das gute Fazit kommen, Freunde, möchte ich hier eine kleine Änderung noch sagen. Und zwar die Punkte, die bewirken, dass ich euch vorstelle und dass ich euch nicht vorstelle, werden jetzt am Ende dieses Videos nicht mehr kommen. Dafür habe ich das Sondervideo gemacht, das am Anfang der Playlist drin ist. Dieses Video werde ich natürlich auch verlinken und ich lege euch das auch dringend ans Herz, denn da wird ganz genau darauf eingegangen, welche Punkte bewirken, dass ich euch eine Kanalvorstellung mache und die Punkte auch, die bewirken, dass ich euch keine Kanalvorstellung mache. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, und jetzt kommen wir zum berühmten, okay, berühmt ist jetzt nicht, aber zum Fazit wieder. Wie gesagt, erstes Fazit. Finde ich, du machst eine super Sache hier. Du hast echt ein Talent als YouTuber, als Let's Player. Als YouTuber halt, kann man sagen. Und vieles mehr. Meine, es gibt eigentlich kein negatives Fazit, außer dass man halt, dass du vielleicht mal, ja, die Wallpaper, also die Hintergrundbilder rausnimmst und eher Screenshot-Thumbnails machst.
Weil wie gesagt, früher oder später werden die Videos, die solche Thumbnails behalten, vom Filter, der jetzt eingesetzt wurde, gelöscht. Also ich empfehle euch auch, macht euch einen neuen Banner, falls ihr den nicht selber gemacht habt, also aus legalen Bildern und Szenen. Alles legal, also wo man benutzen darf. Und ansonsten, ja, gibt es eigentlich keine negativen Fazits mehr. Vielleicht, dass jetzt nicht jeden Tag, man kann es machen, wie man will, aber ich würde halt nicht jeden Tag eine Folge Top Rider raushauen, weil sonst wären das zu viele Videos und dann kommen die meisten Zuschauer nicht daher. Aber es gibt ja halt auch Zuschauer, die gerne jeden Tag ein Video haben, so ist das nicht. So, dann sage ich mal an dieser Stelle, wenn euch diese Kanalvorstellung gefallen hat und ihr auch eine haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare unter diesem Video. Und wenn ihr Spaß habt an dieser Kanalvorstellung, an meine Videos und an die Videos vom guten Shan, dann lasst uns beiden doch ein Abo da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Das würden wir super seriös finden. Dann kriegt ihr nämlich jedes Mal eine Benachrichtigung, wann wir ein Video hochgeladen haben bzw. veröffentlicht haben. Okay. Dann bis zur nächsten Kanalvorstellung, bis zum nächsten Let's Play, bis zum nächsten Stream, meine Freunde. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss, tschüss, euer Holy.